So, hallo und alle zu einer neuen Minecraft-Map-Vorstellung. Heute gibt es was ganz Feines, nämlich Tetris in Minecraft. Sehr gut umgesetzt, muss ich ja sagen. Das geht auf dem neuen Snapshot 14W19A. Link dazu ist auch in der Videobeschreibung, wo ihr euch das ziehen könnt. Ich stelle es mal ganz kurz vor. Jeder kennt natürlich Tetris, weiß, wie es im Groben geht, aber ich zeige mal ganz kurz, wie es in Minecraft umgesetzt wurde. Und zwar, Instructions habe ich mir schon geholt, da gibt es eine kleine Anleitung, die werde ich jetzt am Live-Beispiel erzählen, während ich spiele. Ansonsten kann man nur Schwierigkeit einstellen, starten, resetten und dann gehe ich mal auf Start und dann landen wir drin. Und das ist doch perfekt nachgebildet worden und man sieht hier vorne die Blöcke runterfliegen. Wenn man nach links und nach rechts läuft, kann man dann logischerweise die Position ändern. Man hat ein Item bekommen, das nennt sich Quick Drop. Wenn ich das Rechtsklick mache, dann fällt das Ding logischerweise nach unten und dann hat halt gequickdropped. Unten ist eine kleine Anzeige, damit man sehen kann, wo der Bezugspunkt ist von dem Teil, was jetzt gerade runterfällt. Und ich würde mal sagen, den hauen wir einfach mal ganz blöd so daneben. Jo, Quick Drop. Und es landet unten. Wir haben ein Scoreboard auf der rechten Seite, da stehen die Punkte. Ihr seht, ich habe schon ein bisschen rumgetestet, logischerweise. Da kann man dann sich mal anschauen, welchen Highscore man erreichen kann. Also es gibt auch einen kleinen Punktezähler jeweils, wenn eine Reihe logischerweise voll ist. Und ja, fehlt irgendwas. Genau, mit Jumpen kann man rotieren. Das werde ich jetzt gleich mal zeigen, wenn es soweit ist, wenn ich es brauche. Quick Drop. Beim nächsten Stück, weil das fällt nämlich so runter. Und wenn ich jetzt hier einmal rotiere, Jump, dann ist das Ding rotiert. Und jetzt kann ich hier auch wieder Quick Droppen. Und dann kriegen wir einen Punkt dazu. Oder wie viele? Ich glaube 10. Eine Reihe weg. Nee, 40 sogar. 40. Wenn wir es so auf einmal schaffen, kriegen wir 100. Okay. So, nächste Reihe. Läuft ja hier an sich so gar nicht mal so schlecht. Komm, einfach runterziehen. Ich spiele jetzt einfach ein klein bisschen weiter noch. Und nochmal dasselbe. Nochmal dasselbe. Die Seite. Man sieht hier richtig schön noch die Auswahl, welches was als nächstes kommt. Und es passt einfach. Es passt einfach wirklich. Gut, machen wir das jetzt hier. Ich bin leider kein professioneller Tetris-Spieler, also ich habe selbst auch Tetris hier auf dem Handy gespielt, keine Ahnung warum. Oder sonst irgendwas, auch früher nicht so an, was weiß ich. Es war halt auch so ein Minispiel, gibt es auch viele von denen. Vor einigen Runden war nicht so viel miteinander. Zack, einmal nach unten bitte. Donkey. So, heute tausende Versionen von Tetris. Wo kommt das jetzt am besten hin? Da. Das ist mit der Kacke hier. Rotieren bitte, nochmal rotieren. Nochmal rotieren. Und das hätte ich gerne. Nein, weiter nach rechts. Noch eins weiter nach rechts. Nein! Oh, verdammt! Ja, ja, nein! Ja, scheiße! Es hängt da oben. Ja. Ist gerade ein bisschen blöd. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Eins nach rechts, eins nach rechts, komm schon. Ich zieh's einfach dahin. Ja, ich habe jetzt hier ein tolles Loch drin. Zwei. Nochmal rotieren, danke. Hä? Wie ging das denn? Wir haben das oben dran gesetzt. Das war doch gar nicht unten. Anscheinend, ein paar kleine Bugs gibt's anscheinend noch. Aber komm schon, das kann nicht sein. Das darf da oben gar nicht sein. Ich resette nochmal. Wo wir zum Zeigen kommen von Resetten bei Abort Game, müssen wir einfach im Chat nochmal, ihr seht, ich habe schon ein paar Mal gespielt, auf Confirm Reset drücken. Und dann sind wir wieder draußen. Und wenn man auf Start drückt, ist man wieder drin. Das Spiel geht von vorne los. Aber das ist doch... Ah, das am Schluss war jetzt fies. Das war jetzt fies. Und wenn man mit diesem Teil anfängt, ist es auch fies. Wie soll man denn das packen? Wie kann man denn... Da wird man auch immer ein Loch drin haben, wenn man mit so einem Ding anfängt. Egal, ich sitze mal runter. Gucken, was auch wird. Okay, nächstes bitte. Schon wieder so eins. Jump, rotieren. Eins weiter nach rechts noch. Ne, eins weiter nach links noch. Nach links, nach links, nach links. Quick Drop. So, und dann ist da drauf. Das nächste war so eins. Na komm, einmal komplett an die... Obwohl eigentlich, können wir eh vergessen bei dem Ding. Die untere Reihe kann ich eh nie füllen. Ich krieg da nichts dazwischen geschoben. Kann ich noch rotieren? Hallo? Rotieren? Danke. Ja, das können wir quick droppen. Also wie gesagt, hier unten kann ich eh nichts mehr reinschieben. Das heißt, die untere Reihe bei uns ist verloren. Rotieren. Rotieren. An die Seite. Und runter. Ich tue einfach so, als ob es die untere Reihe gar nicht mehr gibt. So, dann das hier nochmal.
Das ist die Frage. Rotieren. Weiter. Quick Drop. Gut, landet da dran. Und hier unten müssen wir auch nochmal gucken, ob wir das voll kriegen. Nochmal eine Reihe. Ja, die eine Reihe kriegen wir hin. Nach links ein Stückchen. Noch ein Stückchen nach links. Passt das so? Ja, Quick Drop. Und der Punktezähler geht hoch. Reihe löscht sich, Rest fällt runter. Alles passt perfekt und es geht weiter. Also jedenfalls ein richtig geiles Minigame. Was haltet ihr davon? Ihr könnt gerne, wenn ihr die Map bewerten wollt, auch eine Punktzahl in die Kommentare schreiben. 1 von 10 Punkten, wie würdet ihr dem geben? Ich finde es richtig geil, weil es funktioniert eigentlich perfekt in solche kleinen Dinger, dass ein Teil oben hängen bleibt. Das lag wahrscheinlich daran, dass ich irgendwie an die Seite gegangen bin, dann das irgendwo gegengestoßen ist hier. Ich weiß nicht genau. Irgendeinen kleinen Haken hat es gegeben. Aber im Wesentlichen sollte das eigentlich recht gut funktionieren. Wie gesagt, ich habe es schon ausgetestet. Das ist eben gerade der Vorführeffekt gewesen, dass das nicht gestimmt hat. Ansonsten, ja, einfach mal sagen, was haltet ihr davon? Und dann könnte ich jetzt ewig noch weiter zocken. Aber ich mache das Video ein klein wenig hier Ende, damit es auch noch rechtzeitig online kommt. Wie lange haben wir denn? Wir haben schon 7 Uhr abends. Oh je. Und dann gibt es wieder Anschluss, weil das Video nicht pünktlich kommt. Ja, ja. Dann würde ich sagen, mache ich einen kleinen Cut. Ich zocke noch ein Rundchen weiter vielleicht. Schneide das, renne das und lade es hoch. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.